Herzlich willkommen zur Gulasch Programmiernacht 2017. Wir freuen uns sehr, wir, der Entropia e.V., freuen uns sehr, dass ihr alle angekommen seid und noch nicht draußen verdampft oder verdurstet. Es wird sehr, sehr warm, aber dazu kommen wir später noch. Gulasch Programmiernacht, fragen wir zuerst, wer ist hier zum ersten Mal? Oh, nicht schlecht. Wer war schon bei der Gulasch Programmiernacht 1? Das ist geil. Super. Also, die Gulasch Programmiernacht hat, glaube ich, auch nur 16 Mal stattgefunden. Wir haben irgendwann ein Jahr übersprungen, um in Sync zu sein. Also, die 17 ist etwas gelogen. Wir fangen gleich an, aber zuerst noch, bevor wir über die GPN selber sprechen, möchte ich kurz noch über den Ort sprechen, an dem wir hier sind, nämlich am ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien, und der HFG, der Hochschule für Gestaltung. In dem Teil, in dem ihr jetzt seid, das ist das ZKM. Der andere Teil, in dem das Hackcenter ist, das ist die HFG. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei ZKM und HFG bedanken, da ohne diese breite Unterstützung, die wir wirklich, also das ist schon nicht mehr normal, ohne diese Unterstützung wäre es nicht möglich für euch, hier so eine Veranstaltung in diesem Maße durchzuführen. Genau, die Hochschule für Gestaltung, wie der Name schon verrät, ist eine Hochschulung. Ihr könnt hier Design studieren. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich studiere selber nicht hier. Design oder Medienkunst unter anderem und ganz viele andere schöne Dinge. Ich kenne mich da leider nicht aus. Das ZKM ist sowohl eine Forschungseinheit als auch ein Museum. Und dazu würde ich ganz kurz den Philipp Ziegler bitten, Kurator am ZKM, der euch ein paar Sätze über das ZKM und die aktuellen Ausstellungen sagen möchte. Ja, hallo, auch von Seiten des ZKMs ein ganz herzliches Willkommen. Wie Christian ja schon angedeutet hat, wir sind eine Forschungseinheit. Wir forschen in unterschiedlichen Gebieten zu Bildmedien, aber auch im Bereich von Raumklang zum Beispiel, aber natürlich auch in der künstlerischen Produktion. Wir haben darüber hinaus auch Ausstellungsflächen und ihr seid mehr oder weniger hier in der HFG oder in diesem Bereich zwischen den zwei Einheiten des ZKMs, denn auf der rechten Seite und auf der linken Seite jeweils, wenn ihr an das Ende des Gebäudes lauft, kommt ihr unwillkürlich in Ausstellungen. Und ich will euch kurz sagen, was euch da erwartet, weil zum Beispiel also morgen ab 14 Uhr gibt es auch freien Eintritt für jeden und vielleicht ist es dann auch ein Moment, wo man dann mal kurz abschalten kann und auf andere Gedanken kommt. Wir haben und wir bezeichnen hier in diesem Haus eigentlich die Lichthöfe haben wir durchnummeriert in Lichthof 1, 2. Das ist auf dieser Seite direkt angrenzend an die Fläche der Gulasch-Programmiernacht. Haben wir im Erdgeschoss eine Ausstellung eines Videopioniers, Aldo Tambellini. Er ist 87 Jahre alt, ist seine erste Einzelausstellung. Er ist ein Pionier der neuen Medien in den 60er Jahren in Amerika, ganz sehr aktiv gewesen und hat sich dann eben vor allem mit Film, aber dann eben auch mit Video auseinandergesetzt und war dann lange Zeit auch am MIT in dem sogenannten CIVS, Center for Advanced Visual Studies, tätig. Alles ist schwarz. Ich sehe, viele von euch sind auch schwarz zumindest gekleidet. Die Ausstellung heißt Black Matters. Ich denke, das trifft hier doch durchaus auch den Geschmack. Dann weiter oben im ersten Stock, wir haben nicht nur im Erdgeschoss Ausstellungen, sondern im ersten Geschoss eigentlich drei Ausstellungen, poetische Expansion, da geht es darum, wie intermediales Denken eben auch aus der Literaten in den und Schriftstellern in den 60er und 70er Jahren hervorgebracht wurde. Dann nochmal einen Stock weiter höher durch diese, über diese Treppen, kommt ihr zu einer Ausstellung, die ihr vielleicht schon, also die schon da waren, von letztem Jahr kennt, nämlich die Game-Plattform, Gameplay. Das ZKM seit 1997 hat eben immer als integraler Bestandteil seiner Ausstellungen eben eigentlich auch eine Plattform für Spiele. Und diese Ausstellung, die läuft jetzt eben in verschiedenen Phasen schon seit 97, aber wird immer
immer wieder aktualisiert. Deshalb denke ich auch, wer letztes Jahr da war, wird dieses Jahr neue Dinge erleben. Parallel dazu gibt's eben auch, und vielleicht wundert ihr euch, was das ist, das heißt Centerbeam. Das war eben auch so ein Projekt aus vom MIT in Boston. 1977 wurden die Künstler damals, also Künstler, Wissenschaftler und Techniker wurden eingeladen, an der Documenta, das ist eine große Ausstellung, in Kassel teilzunehmen. Es waren ungefähr 20 Künstler und Wissenschaftler, die haben sich zusammengesetzt, haben sich überlegt, was können wir denn machen? Und damals ist es eben nicht so, dass Künstler nur Technik irgendwie dann benutzt haben. Sie haben im MIT eben auch mit Wissenschaftlern und Technikern geforscht und eben auch so Dinge wie Stroboskop zum Beispiel wurde damals erfunden, Solarpanels wurden damals erfunden und sofort zusammen mit den Künstlern entwickelt und sofort für die Kunst auch eingesetzt. Falls ihr von dem ganzen digitalen Kram irgendwie Kopfweh bekommt, dann geht zu Markus Lüppertz, ein Maler, auf der anderen Seite. Der ist betont in einem der ältesten Medien unterwegs, die Malerei. Er sagt immer seit 7000 Jahren, das Vokabular ist da, da bewegt sich nichts mehr, es ist alles schon gesagt, er macht es trotzdem. Und es ist eine sehr stille Ausstellung, großformatige Bilder, Skulpturen, die klassische Kunst, so wie man sich's vorstellt, und von einem, der wahrscheinlich hier in Deutschland oder auch darüber hinaus mit einer der bekanntesten Künstler überhaupt ist. Also insofern ist es eine Spannungsbreite zwischen den neuesten Spielen oder künstlerisch gestalteten Computerspielen und dann der Malerei. Da dazwischen könnt ihr euch hin und her bewegen und ich hoffe, ihr habt Spaß und Freude daran. Ja, wie ihr schon gesehen habt, das ZKM, Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft. Nochmal zur Info, morgen ab 14 Uhr, Freitagnachmittag, ist der Eintritt frei und wir laden euch ein, wirklich auch die Museen zu besuchen und euch das anzuschauen oder inspirieren zu lassen. Dazu gesagt, ich weiß, ihr könnt eure Finger immer nicht in den Hosentaschen lassen, wenn ihr irgendwo einen Bildschirm in der Ausstellung seht. Also wir haben alle verstanden, dass ihr wisst, wie man aus einer App ausbricht und irgendwie eine Webseite öffnet. Das könnt ihr gerne unter Beweis stellen, aber vielleicht nicht im Museum, weil dann gibt's nämlich arme Leute, die am Feiertag das wieder fixen müssen. Zudem sind wir hier zu Gast und wollen nicht alles kaputt machen. Also, wir haben es auch schon gesehen, an dem Durchgang zur HFG, an dem Durchgang in diesem weißen Würfel stellt die HFG auch im Prinzip eigene Projekte aus. Wie gesagt, ihr habt jetzt 15 Mal die Entropia-Seite und zweimal YouPorn aufgemacht, das ist einwandfrei, aber es bedarf keiner weiteren Experimente mehr. Genau, das gesagt, also das ZKM und die HFG haben auch eine tolle Webseite, dann könnt ihr im Prinzip euch auch da weiter informieren. Kommen wir zu dem anderen Teil, wegen dem wir dann doch alle hier sind sozusagen, der Gulasch-Programmiernacht. Da viele von euch noch nicht da waren, werden wir jetzt so ein bisschen ein paar Sachen erklären, wie das hier so funktioniert und was zum Beispiel der Unterschied zum Kongress ist. Nämlich, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ihr seid ja einfach reingelaufen. Es gibt keine Bändchen, es gibt keine Tickets, die man kaufen muss, ihr müsst kein Geld überweisen, nicht Schlange stehen und so weiter und so fort. Das ist, und nochmal gesagt, auch nur dank ZKM und HFG möglich, die hier diese Räume zur Verfügung stellen. Das bedeutet aber nicht, dass wir für diese Veranstaltung kein Geld ausgeben müssen. Und das ist im Prinzip seit der ersten GPN, versuchen eine wirklich offene Veranstaltung zu machen, zu der jeder kommen kann, egal wie viel Geld oder Zeit er hat, und sind deswegen auf eure Unterstützung angewiesen. Wir könnten auch einfach eine Halle mieten und sagen, hier kostet 35 Euro Eintritt, ist wie alle anderen Veranstaltungen oder Messen. Darauf haben wir aber keine Lust, weil wir wissen, dass ihr cool seid und dass ihr auch spenden könnt. Deswegen, das funktioniert wirklich alles nur mit Spenden. Wir würden euch wirklich sehr, sehr bitten, ihr wisst, was andere Veranstaltungen kostet, ihr wisst, was so Messen an Eintritt kostet, ihr wisst, wie viel Geld ihr selber habt. Wenn ihr eine Spende, ich glaube, wir schlagen 20 Euro pro Person vor, ist so der Durchschnittsspendenwunsch, den wir uns von euch wünschen würden, um diese Kosten zu decken. Wenn ihr jetzt auf einem Haufen Geld sitzt und ihn loswerden wollt, wir nehmen auch gerne mehr, seht das so, dass im Prinzip, wenn ihr, nehmen wir mal an, spendet 40 Euro, dann ladet ihr jemanden ein, der kein Geld hat und trotzdem mitmachen möchte.
Denn wie gesagt, hier kann jeder mitmachen, hier soll jeder mitmachen und das ist uns auch ganz wichtig. Spenden könnt ihr in bar am Infotresen. Ihr könnt uns aber auch Geld überweisen und ihr bekommt natürlich auch Spendenbescheinigungen, denn sowas können wir ausstellen. Hat das jeder? Wer hat schon gespendet für die GPN? Ich hätte anders fragen müssen, wer hat noch nicht gespendet? Ja, dann wisst ihr, was ihr nachher machen müsst. Nee, also wirklich, also ich kann das, ich möchte das nochmal sagen, weil das ist wirklich wichtig. Also wir geben viel aus für euch und es ist vieles umsonst. Die Getränkepreise sind relativ niedrig und das ist wirklich wichtig. Und was wir im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen, die kostenlos sind, auch nicht haben, ist, dass wir irgendwie Firmen im Hintergrund haben, die da irgendwie Geld drauf werfen, weil wir das weiter als Community-Event erhalten wollen und deswegen sagen, wir wollen hier irgendwie cooles Zeug machen, wollen nicht jetzt von Werbematerialien hier überflutet werden. Genau, also es ist auch nicht an uns vorbeigegangen, dass gewisse Firmen auch trotzdem hier vorbeikommen. Da es eine offene Veranstaltung ist, an sich, wir haben ja keine Einlasskontrolle. Wenn euch jemand anquatscht und sagt, hey, hast du Bock für unsere Cyberservice GmbH zu arbeiten, dann, also es liegt an euch, wie diese Veranstaltung aussieht und dann könnt ihr eben halt auch sagen so, hey, du kannst ja für unsere Jobmesse gehen, aber nicht hierher. So. Und man kann dann ihn freundlich bitten, dass er das bitte sein lassen soll. Weil ihr seid, wenn ihr einen Job suchen wollt, dann wisst ihr ganz genau, woher ihr geht und nicht hierher. Und das ist im Prinzip, ich finde es schade, dass wir es eigentlich erwähnen müssen, aber wir kommen nicht dran vorbei. Genau, also ihr wisst Bescheid. So, Trolle. Bei uns heißt es nicht Engel, bei uns heißt es nicht Helfer, bei uns sind es Trolle. Das ist historisch bedingt, das war schon immer so und deswegen lassen wir das auch so, haben wir vor ein paar Jahren beschlossen. Es war natürlich auch so ein bisschen Abgrenzung zu Veranstaltungen, weil Engel ist halt schon irgendwie ziemlich belegt von anderen Veranstaltungen. Da haben wir gedacht, irgendwie vor bestimmt 10 Jahren oder 15 Jahren, wir machen was anderes. Im Prinzip geht es aber eigentlich darum, die Veranstaltung ist halt deswegen auch nur möglich, weil sich viele Leute viel Zeit opfern, um da teilzunehmen und mitzuarbeiten. Und deswegen am besten funktioniert das, wenn möglichst viele Leute, also eigentlich alle, ein oder zwei Schichten machen. Ihr könnt natürlich auch noch mehr Schichten machen. Wenn ihr besonders fleißig seid, gibt's auch noch ein Präsent. Ja, also wie gesagt, für die ganz Fleißigen haben wir eine Schüssel und das funktioniert ganz, ganz einfach. Ihr meldet euch an unter trollsystem.de. Wenn ihr schon angemeldet seid, dann solltet ihr euch bei unserem Infodesk als angekommen markieren sozusagen. Und wenn ihr dann da seid, dann könnt ihr auch Schichten übernehmen. Es gibt alle möglichen Arten von Schichten. Also es gibt Leute, die müssen aufpassen, dass hier nicht zu viele Leute im Saal sind. Oder Gulasch kochen, dem VOG helfen, die Videoübertragung machen. Oder einfach ganz banale Sachen machen, wie, ich weiß es nicht, Leergut sortieren. Aber das sind alles kleine Zahnräder, die notwendig sind und es wird euch auch nicht langweilig sein, denn ihr trefft immer andere Leute und wenn ihr eine Trollschicht macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jemanden trefft, den ihr nicht kennt, ziemlich hoch und insofern besteht eine Chance auf weitere Synergien, Connections, ihr könnt euch austauschen, findet neue Freunde, vielleicht mag euer anderer Kumpel, der auch Getränke sortiert, auch ZFS und versteht euch. Genau, also oder ist irgendwie BSD-Nerd oder tut gerne häkeln. Also da gibt es einiges, was ihr machen könntet. Zu Trollen haben wir alles gesagt, oder? Ich glaube schon. Wir sind nicht vorbereitet. Es tut uns leid. War das so eine Veranstaltung, die wir organisieren mussten? Ja, also genau. Als nächstes gehen wir mal ein bisschen durch, was es so auf der GPN gibt, so die wichtigen Punkte. Ich hoffe, es sind alle drin. Die Bar, ganz wichtig, es wird unheimlich warm. Bitte trinkt genug. Also und damit ist nicht Koffeinhaltiges und Alkoholhaltiges gemeint, sondern Dinge ohne Koffein und Alkohol. Also das Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt, ist auch kostenlos. Das heißt, wenn die Schlange in der Bar zu lang ist oder es gerade kein Wasser gibt aus irgendeinem Grund, dann trinkt halt aus dem Wasserhahn. Aber wir wollen euch nicht vom Boden abkratzen, weil ihr irgendwie dehydriert seid. Darauf haben wir keine Lust. Und es gibt vom Kongress auch, kennt ihr dieses 6-2-1, also 6 Stunden schlafen, 2 Mahlzeiten und 1 duschen. Ihr könnt auch das schlafen, aber denkt dran, also zu diesem 6-2-1, denkt noch dran, dass ihr mindestens irgendwie 2 Liter Wasser oder mehr trinkt am Tag, denn ihr werdet schwitzen, weil es draußen sehr warm wird und wenn ihr ganz viel helfen tut, dann müsst ihr auch ganz viel schwitzen und Getränke trinken.
Sechs Duschen, ja, also ist es Auslegungssache. Du kannst auch sechsmal duschen, zwei Stunden schlafen, einmal essen oder sechsmal essen und. Dazu, wir haben, also es ist nicht so, dass bei uns das Gulasch irgendwo aus der Dose ploppt, sondern es wird alles aufwendig gekocht und die brauchen wirklich Hilfe. Und sonst gibt's nämlich nicht genug und dann müsst ihr euch mit dem labbrigen Döner aus zufriedenstellen, den ihr auch überall kriegt. Also es werden überall Helfer gesucht, sowohl an der Bar als auch beim Gulasch als sonst wo. Ja, zum Gulasch dann auch, es gibt natürlich auch wie jedes Jahr wieder eine vegetarische, wahrscheinlich sogar vegane Variante. Genau, also vor allem es gibt, ich habe gehört, an einem Tag kein Gulasch. Dun, dun, dun. Letztes Jahr gab es Żurek, das glaube ich so ein polnischer Eintopf ist. Dieses Jahr ist was anderes, aber ich werde das glaube ich noch nicht verraten. Das werdet ihr dann sehen an dem Tag, wenn es soweit ist. Am Freitag. So. noch ganz wichtig, das NOG, beziehungsweise dazu müssen wir hier was erwähnen, weil es gibt noch kein WLAN. Aufgrund von, ja, aber das kommt noch. Irgendwo in der Chain of Command hat jemand vergessen, Lizenzen zu besorgen. Deswegen, oder hat es irgendwas verschlafen, deswegen sitzen wir auf einem Berg von Elektroschrott, der im Prinzip nur Strom verbraucht, aber kein WLAN liefert. Und irgendwann im Laufe des Abends wird das hoffentlich gefixt, weil in Deutschland ist Feiertag und deswegen sind alle weg, aber in den USA wird noch gearbeitet. die GPN ist weltweit aktiv, um euch das WLAN zu besorgen. Genau, und sonst, ihr habt irgendwie T-Switches und seid lieb zueinander, seid auch lieb zueinander im Internet. Das muss ich ja im Prinzip nicht sagen, ihr seid alle erwachsen. Wenn ihr Fragen habt, es gibt zu jedem der Bereiche natürlich auch Ansprechpartner, die da rumsitzen und die könnt ihr mit euren Fragen nerven. Dann noch POC. Da könnt ihr, POC ist unser Phone Operation Center. Wir haben ein Decktelefonnetz. Wenn ihr Decktelefone habt, könnt ihr die bei uns anmelden und dann könnt ihr lustig rumtelefonieren. Also Decktelefon ist das, was ihr üblicherweise daheim als schnurloses Telefon habt. Genau. Wenn ihr noch keins habt, morgen hat wieder der Mediamarkt offen und es gibt irgendwo eine Liste oder der Saturn oder was auch immer und da könnt ihr noch ein Telefon besorgen. So ein Telefon ist praktisch, weil da könnt ihr ganz viele lustige Nummern und Leute anrufen. Oder sie können euch anrufen. Also das wird immer ganz praktisch. Zudem, das POC darf man nicht vergessen, hat auch einen eher wichtigeren Charakter. Wenn irgendwas ist, es gibt eine Reihe von Telefonnummern, die ihr euch einfach merken könnt, wie zum Beispiel Orga. Wenn ihr Orga auf einem Telefon tippt, dann kommt ihr bei der Orga an oder Info, kommt ihr beim Infodesk an. Wenn ihr die 112 oder die 911 wählt, dann kommt ihr bei unserem Rescue-Team an. Also wenn jetzt irgendjemand blutend im Lichthof steht, es wäre nett, wenn ihr uns zuerst anruft, bevor ihr die Feuerwehr anruft, weil wir haben nämlich auch hier Sunnies und die kümmern sich dann um euch. Und alles Weitere organisieren wir dann. Deswegen ist das Telefon gar nicht so unpraktisch, weil damit erreicht ihr dann im Prinzip ganz, ganz viele wichtige Menschen. Und dazu gesagt, wenn wir bei dem Thema Zerrt sind sozusagen, also wie gesagt, wenn ihr euch irgendwie aufgekratzt habt und Angst, dass da Dreck drin ist, dann ruft halt auch das Zerrt an, dann kümmern die sich um euch. Also die sind für euch da, damit es euch gut geht und ihr gesund seid. Beziehungsweise, wenn ihr kein Decktelefon habt, könnt ihr natürlich auch an die Info kommen oder ein anderes Decktelefon nehmen. Irgendein anderes Tisch von einem Team, die rufen für euch dann an. Genau. Dazu noch, weil das in der Vergangenheit nicht so gut geklappt hat, also in der HFG gibt es einen akustischen Feueralarm. Sollte der losgehen, dann geht bitte raus. Es gab schon Leute, die sich dann im Prinzip beim Telefonieren einen Finger ins Ohr gesteckt haben, weil sie das Geräusch gestört hat. Waren auch keine Personen, die irgendwie Vorbild sein sollten? Nee, gar nicht. Also es wäre vielleicht ganz gut, wenn im Prinzip die Feuerwehr ankommt, nicht noch alle Leute in der Gegend rumsitzen, sondern draußen stehen. Das ist jetzt lustig, aber es ist halt irgendwie dann doch unangenehm, sollte dann doch was sein. Und wenn ihr geht, dann müsst ihr nicht rennen, ihr könnt auch normal laufen. Ich denke, das reicht auch. Genau. Dann gibt es noch den Infodesk im Prinzip. Der Infodesk ist, da klingelt ein Decktelefon, ihr habt es gesehen, es funktioniert. Ihr habt den Infodesk, der Infodesk ist zentrale Anlaufstelle für alles Mögliche. Da könnt ihr hingehen, euch beschweren irgendwie oder euer Bestellungen abholen für Merchandise sozusagen. Ihr könnt dort spenden, nicht vergessen. Und auch noch alles andere. Der Infodesk ist wirklich der zentrale Anlaufpunkt. Genau.
Ja, willst du noch was sagen? Nö. Hat jetzt jemand eine Frage? Ihr könnt euch ruhig eine Frage stellen, dann beantworten die jetzt. Vielleicht haben ja noch andere Leute Fragen. Ja, da ist eine Frage. Bis 18 Uhr am gleichen Tag in die Museen. Also die Frage war, ob der Eintritt, bis wann der fürs Museum gratis ist am Freitag, von 14 bis 18 Uhr, könnt ihr kostenlos in alle Museen rein. Genau. Ja, dieses Jahr haben wir etwas ganz Verrücktes getan. Leider haben wir irgendwie was vorbereitet. Also ich habe irgendeinen Text vorbereitet, den habe ich vergessen. Sonst wäre es nicht lustig gewesen. Aber stellt euch vor, es gibt ein Gerät, das braucht ihr, aber das habt ihr noch nicht. Und stellt euch vor, es gibt dieses, manche nennen es Internet of Things, andere nennen es Internet of Shit Devices. Und in Bezug auf unser WLAN-Team, das noch nicht mal das WLAN im Prinzip damit noch kämpft, stellt euch vor, ihr habt 400 dieser Geräte, die alle in unserem WLAN rumfliegen. Für all dies haben wir dieses Jahr gesorgt. Es gibt nämlich, also ihr kennt ja schon im Prinzip das Problem, ihr habt ein Handy, ja, und ihr habt Spielkonsolen mit Displays, aber ihr wisst nicht, wann das Gulasch kommt. Deswegen haben wir für euch ein revolutionäres Gerät entwickelt, das sowohl Messenger kann, es kann blinken und es kann für Gulasch sorgen. Wir nennen es das Gulasch Push. Wow, jetzt habe ich mich versprochen. Gulasch Push Notifier, ist schon wieder vergessen. So. Und dazu möchte ich das Gulasch Push Notifier Team auf die Bühne bitten. Ja, ich bin erstmal noch alleine, weil die anderen aus dem Batch-Team noch fleißig am Flashen sind. Tatsächlich ist die Firmware heute Morgen fertig geworden und wir hatten die Idee, die Krypto erst heute Morgen zu implementieren und da haben noch Dinge gecrashed. Aber es tut jetzt und wir flashen gerade fleißig Badges und die könnt ihr euch auch direkt hier nach dem Vortrag bei uns am BOC, am Badge Operation Center, abholen. Wie Obelix schon erwähnt hat, sind die Dinger gerade irgendwie noch relativ nutzlos. Also sie können irgendwie Puls messen, Fraktale anzeigen, aber irgendwie das mit dem WLAN tut noch nicht so gut. Aber ich hoffe, dass das irgendwie so im Laufe des Abends tut und wenn ihr irgendwie da Fragen zu habt, kommt einfach an dem Tisch vorbei. Es gibt leider keine Badges mehr. Also alle, die sich keine Badges vorbestellt haben, die paar, die wir übrig hatten, sind leider schon weg. Vielleicht könnt ihr tauschen oder Leute finden es doch nicht so toll oder ihr könnt irgendwie, ich weiß nicht, die abkaufen. Vielleicht braucht es jemand nur für die GPN und will es danach loswerden, dann könnt ihr wenigstens danach noch damit entwickeln. Oder das ganze Projekt ist Open Source, ihr baut euch einfach euer eigenes Badge, wie ihr wollt. Wir planen auf jeden Fall, dass die Badges auch auf zukünftigen Veranstaltungen noch genauso benutzbar sein werden. Also auf der MMCD werden die funktionieren, auf dem Kongress sicher auch. Ja, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder euch für die Hardware, die Entwicklung oder Sonstiges interessiert, ich glaube um 17.30 Uhr haben wir noch einen Talk, wo wir dann eine Stunde lang genau erklären, wie es zu diesem Badge kam und was es zu beachten gibt. An der Stelle möchte ich auch noch auf unseren Wettbewerb hinweisen. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, gibt es dieses Jahr kein Capture the Flag. Stattdessen gibt es die Hack the Badge Challenge. Und zwar rufen wir alle Badge-Besitzer oder auch Nicht-Badge-Besitzer, die sich bei ihrem Sitznachbar ein Badge leihen können, dazu auf, für das Badge Software und Hardware zu entwickeln. Es gibt beim Closing Ceremony eine Siegerehrung. Geehrt werden die drei Kategorien bescheuertstes Projekt oder lustigstes Projekt, technisch anspruchsvollstes Projekt und nützlichstes Projekt. Wir haben relativ coole Preise, also wenn ihr irgendwie Lust habt und für die GPN noch kein Projekt habt, das wäre eins. Ja, und dann sehe ich hoffentlich viele von euch nachher bei dem Talk wieder. Dankeschön. Ja. Also zu dem Badge ist auf jeden Fall noch zu sagen, dass es so designt ist, dass man da relativ einfach auch Sachen drauf entwickeln könnte. Also selbst wenn ihr irgendwie, jetzt meint ihr, braucht gewinnt bei der Challenge nicht und wollt bloß mal mit rumbasteln, was ist ein Hello World? Das ist, glaube ich, 3 Zeilen oder sowas. Ja. Also das ist total einfach und die Leute vom Badge-Team helfen auch gern. Genau, also sonst, die GPN ist bunt und froh und wir möchten auch nochmal auf eine Besonderheit hinweisen. Es gibt keine Besucher und sonstige Menschen, es gibt nur Teilnehmer. Die GPN ist das, was ihr draus macht. Die GPN ist das, worauf ihr Lust habt. Wir, der Entropia im Prinzip, bemühen uns, eine Plattform zu bauen für euch
in die bestmöglichste Lage zu versetzen, damit ihr herkommen könnt, um cooles Stuff zu machen. Insofern bitte ich euch, also seid nett zueinander, trinkt genug Wasser, passt aufeinander auf, zündet nichts an. Also auch, ich habe gesehen, es gibt eine Reihe von motorisierten Sofas, unter anderem auch mit gefährlichen Turboknöpfen, die dann, also ich, es gibt ja den Sportmode beim Tesla und jetzt gibt es den Turboknopf beim Sofa. Seid ein bisschen vorsichtig, weil es stellt sich raus, dass das Ding keine Bremse hat. Also auf dem ich gesessen habe. Also wenn es das dieses Jahr nicht so gut klappt, dann müssen wir nächstes Jahr STVO-Schilder aufstellen. Genau, dann braucht jedes eine Straßenzulassung. So. Wir laden dann den TÜV ein, die können sich dann drum kümmern. Genau, aber zu dieser Stelle sei irgendwas gesagt. Wir sind zwar jetzt schon eine halbe Stunde, läuft schon, aber falls jetzt jemand noch irgendein Projekt hat, das er unbedingt ansagen möchte, gibt es noch jemand? Ich habe gelesen, es gibt unter anderem jemand, der kleine programmierbare Roboter mitgebracht hat, irgendwie auch wieder einen Sandkasten. Es gibt die Badge Challenge, es gibt Newton Wars, könnt ihr wieder spielen. Es gibt eine Lounge, wo ihr rumchillen könnt, ein Snack Center und alles Mögliche. Und draußen bauen irgendwelche Menschen irgendwas aus Holz. Also es gibt genug Projekte, die passieren und wir laden euch ein, überall teilzunehmen. Eins sei noch gesagt, im Vergleich, und das ist auch ein wichtiger Unterschied zu anderen Veranstaltungen, wir sind nicht alleine in dem Gebäude. Erstens ist eine Hochschule, in der Hochschulbetrieb ist, auch wenn über die Feiertage niemand da ist. Es heißt, es laufen ein paar Studis rum. Es ist Museumsbetrieb mit Gästen. Hier laufen auch Personal von beiden Gebäuden rum. Seid nett zu denen. Und vor allem könnt ihr hier auch reinlaufen und eventuell steht dann jemand neben euch, der euer Projekt anguckt. Also nicht wundern, wenn da auf einmal, sagen wir mal, fremde Menschen rumlaufen. Die sind eben nicht fremd, sie gehören genauso dazu, weil die GPN für jeden ist und wenn halt jemand irgendwie fragt, ob das WhatsApp oder Microsoft ist, dann könnt ihr es ihm ja freundlich erklären, aber seid nicht so knatschig wie manchmal. Die sind alle lieb und die wollen nichts Böses. Damit, denke ich, habe ich alles gesagt. Wie gesagt, die Programme findet ihr auf entropia.de oder gulas.ch, auch das Gulasch. Da findet ihr alle Fahrpläne, Informationen in einem Wiki verpackt. Und genau, und dann geht es hier auch gleich weiter mit dem nächsten Talk, nämlich der Einführung zum Infotresen. Viel Spaß auf der GPN und im Prinzip fangen wir jetzt an und gehen bis Sonntagnachmittag. Viel Spaß. Applaus